Wer erzählt die Ortungeschichte? Du darfst sie gerne erzählen. Wir waren beim Künstlersymposium Ortung, das war 2019 in Hintersee. Und da waren wir eingeschneit, das war das Jahr, wo es so viel geschneit hat. Und der Marius meinte, wir könnten doch mal interinstitutionell zusammenarbeiten, also FH und das Mozarteum. Und damals habe ich Studierende gehabt aus den textilen Gestalten. Wir haben ein Fach gehabt, das hat geheißen Gastprofessur. Das war mit Matthew Mosher. Und das waren Masterstudenten. Und wir haben dann am Mozarteum einen Ausstellungsraum zur Verfügung gestellt bekommen und nach einem Semester eine interaktive textile Raum- und Soundinstallation realisiert. Also im Rahmen von dieser Unterrichtsvorbereitung haben wir einfach so viel Austausch gehabt und auch, glaube ich, jeweils die andere Seite zu schätzen gelernt, dass einfach, wie gesagt, Unterricht ist die eine Sache, aber es bestehen auch inhaltliche Fragestellungen, die uns zwei interessieren, die wir gern weiterarbeiten wollen. Und das ist dann der Grund, warum es in Richtung Forschung und auch künstlerische Zusammenarbeit gegangen ist. Später ist es dann zu diesem Projekt der künstlerischen Forschung im Rahmen des PEG-Programms vom FWF gekommen. Und das Forschungsprojekt Nexus of Textile and Sound ist entstanden, das sich der Fragestellung widmet, wie kann man Textil und Sound kombinieren? Was sind spannende Fragen, die sich aus der Kombination ergeben? Und wie kann man Textil hörbar und Sound tast- oder greifbar machen? Wir haben nach Korrelationen zwischen den zwei Disziplinen gesucht. Und eins davon, das uns relativ bald so aufgefallen ist, ist der Loop. Weil den gibt es im Textilen als die Wiederholung im Muster oder der Rapport. Und in der Musik oder beim Sound gibt es den? Genau, es ist heutzutage, wenn man ein modernes digitales Audio-Workstation-Programm aufmacht und einen Sound reinladet, dann wird der mal defaultmäßig geloopt. Und diese Wiederholung gibt eine gewisse, erstens erzeugt es automatisch schon mal Kilometer, aber es gibt auch eine gewisse Sicherheit und auf der wird dann improvisiert, kommen neue Tracks dazu. Also Loop im Sound bedeutet in Wahrheit ein bisschen was anderes als im Textilen. Und der Loop hat den Titel gekriegt, also dieses Objekt, weil wir überlegt haben, welche Geräusche machen welche Materialien. Und das ist jetzt oberflächlich betrachtet kein textiles Material, aber dieses Aufwickeln ist eine textile Technik. Das ist ein sehr sperriges Material, das muss man eben klammern, damit es in der Form bleibt, sonst würde sich das wieder entwickeln. Und das Spannende an dem Objekt ist, finde ich, dass es aussieht wie eine Raumzeichnung oder ein räumliches Objekt, eine Zeichnung im Raum, die aber auch Sound macht, wenn man das angreift. Genau, und der Sound entsteht durch den internen Körperschall von diesem Polyethylenplastik, das den Klang intern weiterleiten kann. Und wir arbeiten mit einem Kontaktmikro, das am Ende von dem ganzen langen Band angebracht ist, aber den Sound aus der gesamten Interaktion aufnimmt und verstärken kann. Es geht auch immer um die Interaktion mit dem Material. Also wie fasse ich das an? Eben beim Loop haben wir gemerkt, meistens sind die dann so vorsichtig und trauen sich ja nicht, das zu angreifen. Was ist jetzt, wenn man draufsteigt, so richtig? Zack. Und welches Material macht dann in der Aktion, wenn man schleifend marschiert oder wenn man einfach drauf tritt, welchen Sound? Ich glaube, das ist das Spannende an vielen Arbeiten, dass sie von der Komplexität ganz unterschiedliche Themen einarbeiten. Also, wie du gesagt hast, der rote Teppich ist ein Konzept, das im Textil immer wieder vorkommt. Gleichzeitig ist es aber auch die Bewegung, die Interaktion, die man sieht bei den Leuten oder selbst wenn wir das ausprobieren, die man dann verstärken will, ausbauen will. Wenn man eine größere Fläche gibt, haben die Leute natürlich die Möglichkeit zu tanzen, zu laufen, zu wischen und die Interaktion, dann die Konzepte, das ergibt dann irgendwie ein Gesamtes, das als Raumarbeit funktioniert, die auch den ganzen Raum mit einbezieht. Und das war uns jetzt in der Pro Arte sehr wichtig, dass diese drei Räume nicht wie Versuchsstationen funktionieren, sondern dass es Raumarbeiten, also wirklich site-specific works sind, die speziell für die Galerie angefertigt worden sind, auch so wie der Teppich im Raum liegt oder wie die weiße Wand ist. Der Loop ist zwar schon mal präsentiert worden, sieht jetzt aber anders aus mit der grünen Wand im Hintergrund. Das ist dann sehr wichtig.
bei den meisten Objekten geht es uns auch darum, nicht eine Disziplin wie den Sound nur als Beiwerk zum anderen zu machen, sondern dass beide voll zur Geltung kommen und in der Kombination aber gut funktionieren. Also da sind dann haptische Dinge drinnen, es sind textile Techniken drinnen, es sind Sound-Aspekte drinnen, Ästhetik, was klingt gut. Wir haben visuelle Sachen, weil jetzt auf einmal auch das Licht und der Schatten, den das Objekt wirft, dazu kommt, der ganze Raum wird ausgefüllt. Also wichtig war bei der Konzeption, dass es eine Raumarbeit ist für diesen doch sehr eigenwilligen Raum in der Galerie, dass es erstmal sehr unscheinbar daherkommt. Ich weiß nicht, wie es wirkt, wenn man die Galerie nicht kennt, ob man das wahrnimmt als sehr stark raumverändernd und ist, finde ich, eine sehr subtile Arbeit, weil man erstmal vor weißen Wänden steht und erstmal kein Sound passiert, aber wenn man dann eben vorbeigeht, dann passiert da doch so einiges, nämlich kann man Dinge wahrnehmen, dass der Stoff sich bewegt und wellenförmig sich fortpflanzt bis zum hinteren Raum oder ein Moiré-Effekt entsteht und dann auch der Sound. Genau, also ich kann mich erinnern, du bist am Anfang gekommen und hast gesagt, du willst mit der Arbeit den Raum verändern. Und dann habe ich mir gedacht, ja, die Arbeit verändert den Raum, aber auch die Menschen, die hereinkommen, verändern die Arbeit und damit den Raum. Und insofern haben wir nach einer Interaktion gesucht, wo durch das Vorbeigehen der Stoff durch den Luftzug in Bewegung gerät und gleichzeitig auch den Klang im Raum verändert und auch geschaut, dass der Klang selber, der produziert wird, den Raum als ein Ganzes verändert, die Akustik, die Größe des Raums verändert. Es gibt eine Stelle in der Installation, wenn man längere Zeit sich im Raum aufhält, entsteht ein ruhiger, stehender Klang, der immer intensiver wird, der den Raum vom Charakter her verändert. Und so wie halt der Stoff den Raum durch die Hängung verändert, so verändert auch der Klang den Raum. In Kombination mit dem, was die Menschen machen, die hier herinnen sind. Das ist ein Tracking-System, das sozusagen schaut, sind Menschen anwesend oder nicht, und durch die Anwesenheit wird der Klang verändert und auch physisch durch die Bewegung der ganze Vorhang, die ganze Wand. Und das ist ja auch wieder ein Thema in unserer Forschungsarbeit, nämlich eine Korrelation, weil Raum oder Klangräume gibt, textile Räume gibt, Textil als die zweite Haut, und Kinder bauen sich so Höhlen, um einen Raum sich zu schaffen. Oder du hast erzählt, so wie man singen, vielleicht im Keller, wenn es gruselig wird, fängt man zu singen an und schafft sich einen Klangraum. Oder Klangraum ist, glaube ich, ein Begriff, wenn man am Konzert sitzt, weiß man ganz genau, was gemeint ist. Also ein Teil der Methodologie in der künstlerischen Forschung ist, diese Arbeiten in der Praxis auszuprobieren, zu schauen, wie gut funktionieren sie, und das auch als Vermittlungsmodell zu verwenden, indem man die Ausstellung zugänglich macht, können Leute das auch spüren. Ein weiterer Teil ist aber, das auch dann in irgendeiner Form zu verschriftlichen, deshalb Publikation oder auch eine vielleicht ein bisschen experimentellere Art von Publikation, die nicht das klassische Textformat, sondern ganz viel vielleicht haptische Sachen oder visuelle Sachen auch featured und nicht nur ein Paper in einer Konferenz ist. Ja, wir haben als Thema immer den Nexus gehabt, also Nexus, Textile und Sound, und finden nach wie vor, dass das ein sehr guter Titel ist, haben aber jetzt auch so das Gefühl, dass es irgendwo an dem Punkt ist, wo man vielleicht auch was umdreht. Also so dieses Twist hat mir gefallen, einfach als Wort. Es war der Titel dieser Sendereihe von Arte, und da hat es mir auch schon als Titel sehr gut gefallen. Was ist der Twist? Es dreht es um. Und so war es ein bisschen die Überlegung, die Sinneseindrücke, wenn man denkt, dass oder bedenkt, dass der Hörsinn dem Tastsinn sehr ähnlich ist. Also man switcht zwischen den beiden Disziplinen. Das ist für mich so ein Twist oder eine überraschende Wendung. So habe ich das aufgefasst. Ich glaube, es ist auch, weil es ja ungefähr in der Mitte von dem dreijährigen Forschungsprojekt ist, eine Stelle, wo man reflektiert und Dinge vielleicht anders weiterlaufen lässt und Twist einfach jetzt mal umdreht und in die andere Richtung schaut oder so.